Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Nerdist in New Sexy. Ja, wie in meinem letzten Video angekündigt, war ich ja in den letzten Tagen und Wochen dabei, meinen Kellerraum hier komplett umzuräumen. Und ja, wie man hinter mir schon sehen kann, beziehungsweise der eine oder andere wird es auch schon erkannt haben, hat sich hier doch einiges getan und ja, für mich war es in erster Linie wichtig, dass ich meine Couch gedreht kriege, was ganz einfach damit zu tun hat, dass ich einen anderen Abstand zur Wand bekomme und mein Soundsystem anders aufstellen kann. Und bei der Gelegenheit habe ich dann natürlich auch angefangen, die eine oder andere Glasvitrine, diverse Regale halt eben alles rauszuwerfen und das Ganze halt eben neu wieder aufgebaut. Ja, im Gegensatz zum Berliner Flughafen bin ich, wie angekündigt, mit 2-3 Wochen doch wirklich sehr gut hingekommen, bin da in meiner Zeit geblieben und bin tatsächlich fertig geworden. Zu 95% zumindest. Es fehlen jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten, sag ich mal so. Aber da muss auch erstmal wieder ein bisschen Kleingeld für angesammelt werden. Und ich würde sagen, bevor ich hier jetzt lang weiter rumquatsche und euch mit irgendwelchen langweiligen Details langweile, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Und wie gesagt, ich bin absolut zufrieden. Ist im Endeffekt genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie es bei mir im Keller mittlerweile so aussieht. Ja, ich fange dann einfach mal auf der Wand an, wo sich eigentlich am wenigsten getan hat. Und zwar, das ist die, die normalerweise in den Videos immer hinter mir gewesen ist. Und hier hängen nach wie vor die Reva-Regale und die Besta-Vitrinen oben an der Wand. Und wir haben hier nach wie vor die Hot Toys Wonder Woman drin. Daneben nach wie vor Stan Lee mit meinem selbstgebauten Dio. Und dadurch, dass ich natürlich die eine oder andere Vitrine rausgenommen habe, habe ich hier angefangen, ein kleines bisschen umzuräumen. Hier habe ich jetzt die Harley Quinn und den Joker reingestellt. Und meine 1:4 Hot Toys Büsten von The Dark Knight. Einmal Batman und den Joker. Und daneben ist dann die Black Widow mit reingewandert, zusammen mit Hawkeye. Und unten drunter stehen nach wie vor diverse Boxen, halt Batman, Armee der Finsternis, zwei Editionen, zweimal die Tanz der Teufel 2, Tanz der Teufel 1, Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn. Und wie gesagt, letzten Endes auf der Seite hat sich nicht wirklich viel getan, eigentlich gar nichts, aber die Besta-Korpus hier, die hatte ich mir im Vorfeld schon geholt gehabt und die sollten auch definitiv so hängen bleiben. Und ja, wie gesagt, also hier auf der Wand gab es dann tatsächlich nichts Neues und ist aber auch nicht weiter schlimm, weil, wie gesagt, war von vornherein so gebaut, dass die auch definitiv da hängen bleiben werden, wo sie sind. Ja, wer meine alten Videos kennt, der weiß, dass an dieser Wand hier, da stand normalerweise vorher meine Couchgarnitur vor und hingen drei Besta-Korpusse oben drüber. Und ja, die habe ich natürlich auch abgehangen, habe den Fernseher umgehangen, mein Soundsystem und den ganzen Krempel, wie gesagt, umgestellt. Und ja, ich habe hier mein Mini-TV-Teil noch,
da stehen halt eben appgesteuerter R2-D2 drauf, kleiner BB-8, ein Controllerhalter von Deadpool. Und ja, das ist einer von den Bester-Korpussen, die vorher an der Wand hingen. Der ist einzeln übergeblieben, ein 60er. Und da habe ich jetzt noch so ein, zwei Figuren von Ash. Dann aus Sin City Marv und aus einer Blu-ray-Edition hier Grimlock mit Optimus Prime obendrauf. Dann hier unten erstmal so als kleine Platzhalter zwei Deadpool-Tassen, Baymax und oben auf ein NECA Predator und den Predator Head, die Limited Edition von Predator 1 mit der 3D Blu-ray drin. Und daneben steht ein 1,20er Bester Korpus und da habe ich jetzt, hier Frank von Men in Black, Spider-Man Edition. Da sind meine Brot- bzw. Brotdosen, ja, Lunchboxen drin. Superman, Joker, Captain, Hulk. Und oben drüber habe ich hier einmal die Lady Demon, die Pixar Limited Edition, eine Lady Death noch mit drin stehen. Den Electro Head von Spider-Man. Also vom zweiten Teil und hier oben meine Blechdosen bzw. diese sogenannten Kanisterboxen drin stehen und obendrauf noch ein bisschen Kleinkram. Hier haben wir Lego, das Hulkbuster Set und den T2 Kopf. Und noch ein schönes Foto mit Elizabeth Olsen. Habe ich mir auf der Comic-Con in Dortmund, der Spring Edition dieses Jahr, machen lassen. Und und hier, wo vorher mein Fernseher hing, hat sich natürlich definitiv am meisten getan. Und ja, da sind nur noch zwei Glasvitrinen übrig geblieben, die noch gegen weitere Bester-Korpus ausgetauscht werden. Da ist mehr oder weniger so ein bisschen drin geblieben, was drin war. Ich habe hier unten von Freitag der 13. diverse Merchandise-Artikel, Kettenanhänger, Zippo, Uhren, Ring und so ein Blödsinn. Ja, dann hier meine beiden Invicta-Uhren von Mickey Mouse. Hier oben drüber noch ein bisschen Iron Man. Zwei 1:4 Hot Toys Büsten. Obendrauf, ganz oben stehen dann jetzt Pinkman und Heisenberg aus Breaking Bad. Und da ich die ganze Geschichte ja quasi nochmal ein bisschen neu verkabeln durfte, dann nochmal ein kleines Leuchtschild oben drauf, ist per USB angeschlossen, Dauerstrom, läuft auch über die normalen, über Fernbedienung geschalteten Steckdosen und haben wir hier oben nochmal ein kleines Deadpool-Logo. Und ja, so, dann kommen wir zu den neuen Vitrinen quasi. Ich habe hier oben umgestellt, die war vorher auch in einer Besta mit drin, in einer Detolf-Vitrine mit drin. Ich mache mal die Tür auf. Die Lady Death in 1:6, die kam von TB League, ehemals Feißen, und ja, schon eine ziemlich coole Geschichte. Ich gehe mal von oben nach unten runter. Da unten drunter den Gladiator Hulk, Thor und Loki. Der Thor ist aus Avengers, Age of Ultron. Und der Loki
genauso wie der Hulk aus Thor Ragnarok. Ja, und da unten drunter habe ich dann mein 1:4 Deadpool von NECA und in 1:6 halt wieder Colossus bzw. The Steel von Toys Era und die 1:6 von Deadpool. Und noch ein bisschen Kleinkram dabei, ein bisschen Hello Kitty im Page-Spender und den Traktor von Lego. Ja, werden sich jetzt einige sagen bzw. fragen, wundern, weil die Türen, egal welche, auf den Türen sind keine Griffe drauf. Das ist aber auch mit Absicht so, weil ja, je mehr Türgriffe hier im Weg hängen und so weiter und so fort, umso blöder ist es dann natürlich hier auch wieder durchzulaufen und ja, und wie man sehen kann, man kann die auch ganz einfach von oben nach unten so aufmachen und dann passt das schon. So, hier oben habe ich dann von Kotobukiya 1:10 die Hulk vs. Hulkbuster Szene. Ist ein bisschen auseinandergerutscht. Und da unten drunter haben wir dann wieder in 1:6 Igor und Tony Stark mit der Armor Testing Version. Und ganz unten gibt es dann noch wieder eine Runde Deadpool. Da habe ich dann einmal die 1:2 Sonderedition mit drin, den Topper von dem Getränkebecher, diverse Funkos, nochmal ein 1:10 von Kotobukiya, zwei Lego-Figuren, die Limited Edition aus Frankreich, die Spardose. Und drunter den Schirm in der Flasche, den Popcorn Bucket, Lady Deadpool, Buddy Knockers, Deadpool Pikachu, noch ein bisschen Kleinkram und eine 1:3 Büste von Deadpool. Ja, und daneben befindet sich dann auch noch wieder ein kleines Diorama. Das ist von Inesco, Spider-Man vs. Hulk. Habe ich damals sehr günstig bei EMP bzw. Amazon bekommen. Unten drunter haben wir dann Dr. Strange. Captain America und den Mark 43, die Treppe ist auch selber gebaut und ich finde das hier sehr schön, man kann da wirklich ganz gut erkennen, dass Dr. Strange quasi die Treppe runterschwebt. Das war so die grundsätzliche Idee. Ja, und da unten drunter sind dann noch diverse Filme. Dann haben wir einmal Untold Story, Itchy, Battle Royale, Nightmare und die Freitag der 13. Sammlung
alles noch DVDs, Erstauflage und halt diverse Nika-Figuren mit dazu, Jason X, den Jason aus dem Remake aus Teil 9. Dann haben wir noch einen Freddy Leatherface dabei und hier oben nochmal Michael Myers und eine Freddy und Jason Lego Figur. Ja, und daneben dann die zweite bzw. letzte übrig gebliebene Glasvitrine. Wir haben hier oben, habe ich meine Saw-Edition drin stehen. Dann ein bisschen Walking Dead. Die Steelbooks, da fehlt mir immer noch das von Staffel 6. Das habe ich nach wie vor noch nicht. Dann habe ich hier Michonne drin stehen und einen kleinen Daryl. Hier oben drüber ist es ein Briefbeschwerer und ganz unten noch ein bisschen Batman. Ich weiß nicht, ob man das ist. Ah, da ist er. Batman, Joker, die Harley Quinn und den Joker als Lego-Figur. Die anderen größeren Figuren sind von Schleich und zwei Batmobile. Und auch diese Vitrine wird dann letzten Endes durch Bester Korpusse ausgetauscht. Ja, was auch definitiv geblieben ist, ist dann natürlich mein Deadpool Couchtisch. Und ja, den kennt man ja mittlerweile auch schon. Der ist definitiv, wie gesagt, auch drin geblieben. Und ja. Ja, und das ist dann die Rückseite jetzt quasi. Ist halt eben das, was hinter mir steht. Jetzt, wenn ich auf der Couch sitze. Und ja, fangen wir auch einfach mal von, ja, hier mal von unten nach oben an. Ich habe hier schönes Deadpool Autogramm. Ist jetzt kein Original, aber ich finde es trotzdem spaßig. Dann hier ein Funko, das ist Outbreaking Hulk aus dem Hulkbuster. Den Wizard Deadpool, so eine Limited Geschichte. Dann hier oben drüber die große Luxusbox von FNAC von Age of Ultron und oben aufstehen den Koffer aus der Phase 1 Avengers Assembled. Und ja, daneben habe ich dann auch noch ein paar Bilder aufgestellt, mir von Robert Englund. Dann haben wir Stefan Karpicic, besser bekannt als Colossus aus Deadpool. Und hier Tobin Bell. Und daneben auch von FNAC, von diesen Luxusboxen, Guardians of the Galaxy Volume 2. Da oben hängt dann die andere Box drin. Hier meine Walking Dead Nachttischlampe. Ja, und natürlich die von Guardians, dazu die passende Box vom ersten Teil. Und hier unten stehen dann noch so ein paar Pets Spender noch eingepackt, von Deadpool, Stan Lee, Thor, Hulk und Loki. Die sind aus Thor 3 alle, die letzten. Und das sind auch so Limited Editions. Gut, auspacken werde ich die sowieso nicht.
Und dann hier unten nochmal ein bisschen was an Lego. Ja, das letzte Fach, was dann noch bleibt. Auch ein paar Funkos dabei. Hier Tana, Captain Marvel, den mit dem Mohawk. Eine Movie-Szene von den Funkos, Cable vs. Deadpool. Dann habe ich hier noch einen Lemmy stehen. Und die Limited Edition mit dem Plüsch-Einhorn aus Frankreich von Deadpool 2. Und ja, das war's auch schon. Und wie gesagt, ich bin total glücklich mit der Lösung, wenn die letzten beiden Vitrinen jetzt dann auf kurz oder lang auch noch hier rausfliegen und durch Vesta ausgetauscht werden, werden allerdings auch flache sein, also nicht 40, sondern nur 20 Tee. Dann habe ich es für mich erstmal so, wie ich es gerne haben wollte. Und ich bin, wie gesagt, mittlerweile von diesen Vesta-Geschichten eigentlich ein recht großer Fan geworden, weil alleine was die Beleuchtung betrifft, lässt sich da wunderbar einbauen und verstecken. Und bei der Detolf-Vitrine da in der Ecke, da dieses Kabelgewust, das würde dann nämlich auch verschwinden, wenn da die nächsten Vesta-Teile hinkommen. Die kann man dann schön unten drunter mehr oder weniger verpacken, dass sie aus dem Sichtfeld verschwinden. Und ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, der kleine Rundgang hier hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt doch einfach in die Kommentare, wie ihr den Umbau jetzt letzten Endes findet und was euch gefällt, was euch nicht gefallen hat. Und ja, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, liked das Ganze und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne und tschüss.